Hey Leute, ich bin's wieder, Albi. Was geht ab? Ich mache heute eine Replay-Analyse von einem Rammus-Spieler. Ich weiß, komplexes Design. Und zwar, wir haben hier den Vamox Runs It Down. Ich sag eher Rolls It Down. Und zwar, Leute, bevor wir zur Analyse gehen, ich habe jetzt mit meinem eigenen Kanal gestartet. Der heißt Albi. Den Link zum Kanal findet ihr unten in der Beschreibung. Dort findet ihr schon einen League of Legends Highlight von mir. Es wird jetzt noch ein Horror Highlight kommen. Ich bin mir noch so ein bisschen unsicher, so was für Content ich so machen soll. Leute, schreibt mir einfach in die Kommentare, auf was ihr Bock habt, weil ich mache für euch Content, damit ich euch einfach entertaine oder ihr besser in League of Legends werdet. Deswegen sagt mir einfach, auf was ihr Bock habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und wenn ihr auch so eine Analyse, wie ich sie jetzt mache, for free gewinnen möchtet, schreibt mir dann auch einfach euren Ingame-Namen, eure Ingame-Probleme und eure Elo in die Kommentare. Auf dem Discord-Server haben wir dann auch nochmal einen Giveaway-Channel. Genau, so jetzt würde ich sagen, schauen wir uns auch hier die Replay-Analyse von Vamox an. Und zwar, runentechnisch erstmal völlig Standard mit Aftershock. Da ist soweit nichts zu beanstanden. Demolish ist ziemlich nice in Solo-Queue, um mehr Platings zu bekommen. Dann Conditioning, es spiket ziemlich hart rein, wenn man dann das bekommt. Und hier Overgrowth. Viele nehmen statt Overgrowth Unflinching für die zusätzliche Tenacity. Ich persönlich nehme da auch lieber Unflinching. Aber wenn die Overgrowth lieber ist, wenn du da ein bisschen lieber mehr ein bisschen Leben hast, dann nimm dir das. Secondary hast du Triumph mit Attack Speed, völlig Standard. Kann man so machen. Es gibt hier aber noch weitere Variationen. Und zwar, was du da alles machen kannst, ist, du kannst zum Beispiel in den Sorcery Tree gehen und du kannst dir dort Nimbus Cloak mitnehmen mit Celerity. Leute, ich tue mir sehr schwer mit den deutschen Namen. Nimbus Cloak, du smitest ein, oder mehr Movement Speed, du flashst, bis du schneller dran kommst, dann schneller an die Leute ran mit dran musst. Kannst du leicht das sehen. Und halt Celerity ist halt immer nice für die extra Movement Speed auf Rammus. Startet hier standardmäßig mit der W. Wenn wir uns das Game hier analysieren, ich muss hier erstmal Epic Pen aufmachen, mein Zeichenstift. Viele fragen mich, wer ist mein Tool? Epic Pen heißt es, ist free zum Runterladen, free to download. Ich werde jetzt hier auch gleich kurz eine Pause machen. Genau, und zwar, für dich als Rammus ist es sehr wichtig, wo startet der gegnerische Jungle? Weil du als Rammus, du bist ziemlich weak. Ja, du bist ziemlich schwach, ja. Und wenn du invaded wirst, kriegst du ein bisschen auf die Schnauze. Deswegen musst du da aufpassen. Zum Beispiel, wir sehen jetzt in diesem Game die Fiora auf der Toplane. So, dadurch, dass du sie hier oben siehst, Leute, ihr müsstet das alles bis jetzt wissen. Ja, Enemy Jungle startet dann am Blue, startet nicht am Blue, weil die Fiora hat ja nicht geholfen. Wenn wir zur Botlane gucken, okay, wir sehen noch nicht die Enemy Botlane. Wo könnte die Botlane sein? Die hilft wahrscheinlich gerade ihrem Jungler am Red Buff. Und wenn dann die Botlane zurück zu Lane kommt, guckst du dann einfach, okay, haben die noch Leben verwendet? In diesem Beispiel beispielsweise nicht. Du könntest dann aber sehen, dass die Mana verwendet haben, um dann deine Vermutung nochmal zu, dir 100% sicher zu sein. Sagen wir es so, klar gibt es Fake-Leashes und so, aber es ist eher selten in dieser Elo. Deswegen geht davon aus, okay, der Wukong hat hier unten gestartet. Standardroute für den Wukong wäre dann, dass er sich beispielsweise von der Botseite zur Topseite junglet. Einen Vertical Jungle, dein Jungle, ist eher unrealistisch. Weil Wukong eben jetzt auch nicht der schnellste ist. Du musst dich halt fragen als Rammus, was möchtest du machen? Und zwar, meine Empfehlung an dich, also was du machen kannst, ist, du musst dich entscheiden, will ich dieses Game full clearen? Ja, kann ich meine Lanes nicht ganken? Ja, bin ich useless dieses Game? Geh für einen Full Clear, du hast Level 4, bist sehr früh Level 6. Oder aber will ich früh pressuren, will ich early pressuren, dann guck, dass du dann Level 3 rushst, indem du zum Beispiel Buff Buff Gromp machst oder Red Crux Raptors into Level 3 Gank mit. Ich meine, Vladimir zu ganken ist ziemlich schwer. Das heißt, diese Option fällt schon mal weg, den Vladimir Level 3 zu ganken. Du könntest zum Beispiel Buff, Buff, Gromp, dann bist du Level 3 und kannst dann hier die Botlane instant pressuren. Ich bin halt nicht so ein Fan davon, die Crux zu skippen, weil dadurch, dass du die skippst, wirst du ziemlich, verlierst du sehr viel XP. Wenn du aber Level 3 rushen willst, ist das völlig fein. Dann würde ich dir aber eine andere Route empfehlen. Dann würde ich dir Buff, Buff, Gromp empfehlen. Weil du kannst nur durch drei Jungle Monster Level 3 werden, wenn in deinem Clear die Crux oder der Gromp dabei ist. Weil so delayst du jetzt dein Level 3 Spike, indem du davor die Wölfe gemacht hast. Weil du könntest halt jetzt schon Level 4 sein. Aber dadurch, dass du die Wölfe noch mitgenommen hast, hast du 4 Camps insgesamt gebraucht. Für dein Level 3. Das ist fein.
Okay, nice. Sehr schön. Hast du gut gesehen, die Bottom war gankable. Eine Optimierung eventuell, die ich dir empfehlen könnte. Je höher und höher du climbst, desto öfter werden hier drin Wards sein. Und es wird schwerer für dich dann zu sein, von hier zu ganken. Was du zum Beispiel machen kannst ist, nachdem du deinen Blue Buff genommen hast, kannst du die Krabbe zum Beispiel hier hochhauen. Dann verwendest du deinen Red Sweeper, um zu sehen, ob du auf einer Ward bist. Und wenn du siehst, du bist hier nicht auf einer Ward, dann kannst du nämlich außen rumlaufen und die Botlane dann von hinten ganken. Genau, weil meistens ist hier immer die Ward drinnen und nicht hier hinten. Einfach nur so als Optimierung, wenn du dann irgendwann merkst, okay, dieser Gank wird immer schwerer und schwerer, dann kannst du das gern machen. Ein weiterer Punkt, den ich für dich hätte, Wukong ist ein Single-Target-Clearer, ähnlich wie Lee Sin. Diese Champions skippen sehr gerne die Crux und die Raptors. Deswegen fand ich dein Starter-Clear von Anfang an nice. Und zwar, du hast am Red gestartet, wo an sich Wukong auch meistens startet. Und das Schöne dabei ist, so umgehst du Wukong, denn er jungelt sich zur Toplane hoch, du dich zur Botlane runter. So kann er dich schon mal nicht an der Krabbe fighten, weil Wukong ist ziemlich strong. Plus, du kannst dann seine Raptors und Crux beispielsweise invaden, weil er hier oben ist. Was hier eventuell noch ziemlich nice wäre, ist halt hier für den Teemo zu pingen, also Danger zu pingen, dass hier oben der Wukong ist, damit eben dein Teemo hier nicht stirbt. Aber ja, wir gehen jetzt Base, wir gehen für unsere respawnenden Top-Lane-Camps. Soweit echt nice. Also hier, für mich ist das bis jetzt nicht Warmox runs it down, sondern Warmox carries it down. So schaut dieses Game für mich aus. Ja, nimm Crux, dann Raptors, jungle dich auf entspannt runter. Midlane, wie gesagt, ist sehr schwer zu ganken. Du hast halt in diesem Game einen Vladimir. Wie gesagt, dein Starter-Clear hat mir sehr gut gefallen. Echt nice. Ein Tipp, den ich dir vielleicht geben kann, wenn du merkst, dass du beim Full-Clear mit Rammus ziemlich low-life wirst, dann nimm so spät wie möglich deine Pots, denn wenn du bestimmt, wenn du low-life bist, hielt dich dein Jungle-Item mehr. Das mache ich zum Beispiel auf Evelynn. Und am Ende meines Clears zum Beispiel nehme ich dann erst die Pots. Ja, sehr schön. Wie gesagt, dadurch, dass wir uns auch die ganze Zeit runter junglen, bis du und die Botlane Ganks ahead bringst, sind die Chancen für dich sehr gut, beziehungsweise sehr hoch, diesen Drag zu bekommen. Bis jetzt Warmox, was ich sehe, gefällt mir wirklich sehr gut. Wir spielen um die Botlane, wir spielen um die Drakes, wir spielen um unsere Win Condition. Klar, der Rammus hätte auch um Toplane spielen können, um den Teemo. Das Problem dann ist aber, dass du, also beziehungsweise Rammus, den Dragon verliert und er nicht mit dem Herald traden kann, weil der Herald erst in der 8. Minute spawnt und der Drake schon in der 5. Minute da ist. Also schön, wir haben gesweept, wir sehen, wir sind auf Wards. Statt hier den Grom zuerst zu nehmen, eventuell die Krabbe zuerst zu nehmen, dann hast du die Krabbe safe und dann gehst du für den Grom, weil jetzt könnte halt eventuell, ja, mach dir das einfach zum Habit, zuerst die Crab zu nehmen und dann deine Camps, weil sonst gibst du Enemy Jungler Zeit, den zu klauen. Klar, in diesem Beispiel jetzt war es für den Jungler sehr schwer, das zu klauen mit deiner Botlane Prio. Ja. Okay, Flash. Völlig fein, wir sind jetzt kurz vor 6. Die Krabbe gibt dir 6. Okay, du möchtest hier den Dragon angehen, du hast Midlane Priority. Wenn du den Drake machen willst, dann zieh ihn auf jeden Fall raus, denn so erschwerst du es dem gegnerischen Team, ihn zu klauen. Und du hast einen besseren Escape Path, wenn jetzt zum Beispiel, als Beispiel, von hier viele Leute kommen. Was jetzt in diesem Szenario jetzt natürlich unwahrscheinlich ist. In Late Game Fights aber dann beispielsweise. Dann willst du immer den Drake rausziehen, weil dann hast du so einen Escape Path. Weil wenn du hier drin bist, bist du ein bisschen, quetscht du dich ein bisschen ein. Plus zum Beispiel Ads oder Karma oder was ist, ich sagen wir mal, das sind Velkos oder so, haben die keine Skillshots, hier das Skillshots rüber zu machen, den zu klauen, wenn du ihn rausziehst. Mach dir das einfach nur als Habit. Als Routine. Was? Und den Drake, sehr gut, also ist echt nice bis jetzt. So, du hast den Drake, du hast den Kill, du hast Botlane ahead gebracht. Du hast Midlane Flash bekommen, dadurch, dass du Midlane Flash gezündet hast, konntest Syndra ihn töten. Das nächste Objective, was halt jetzt da wäre, ist der Herald. Also Rammus ist halt jetzt nicht der schnellste Jungler, um Objectives zu nehmen. Rammus pickt man halt mehr so, um Teams zu countern, vor allem AD-Comps, die sehr viel Auto-Attacker haben. Denn Rammus liebt es, Tronmail zu bauen, Dornpanzer, da das Item einfach sehr gut auf Rammus-Kit synergiert. Skill-Order-technisch, Kumax, gebe ich dir völlig recht, du kriegst sehr viel Damage dadurch, du kriegst
Der Slow wird erhöht, du reduzierst den Cooldown, Secondary dann eh, natürlich für den Taunt. Und zum Schluss dann die W, wenn es dann eh in Richtung Late-Game-Teamfights geht. Sehr gut bis jetzt, sehr gut. Blue Smite ist auch völlig fein, du smitest den Gegner, kommst schneller an ihn ran, kommst leichter an ihn ran. Dann kriegst du nochmal Celerity, kriegst Nimbus Cloak. Ja, nice, good job. Das hast du gut gemacht mit dem Klon von Wukong, dass du da nicht drauf reingefallen bist. Echt nice. Hier, die Wave ist näher an deinem Turm und dadurch, dass die Wave näher an deinem Turm ist, pusht die zum Gegner. Wenn die Syndra dann da ist, sind hier eh die meisten Minions tot. Was du jetzt hier machen kannst, ist, snack dir die Minions und crash die Wave in den Turret. Ja. Denn so denyst du dem Vladimir eine ganze Minion Wave und du bekommst die Wave. Syndra würde von dieser Minion-Wave eh die meisten Minions verlieren, weil die Minions zum Vladimir pushen. Und dadurch, dass du die Wave rausgecrashed hat, bounce die Wave zu Syndra zurück oder die Minion-Wave steht in einer neutralen Position. Je nachdem, wie halt dann die Minions arbeiten. Aber ja, wenn du jetzt reincrashed, würde die Wave neutral stehen, weil so, jetzt pusht die Wave nämlich zum Vladimir und dann ist die Wave hier vorne und Syndra muss dann vorgehen, um die Wave rauszupushen, damit die wieder neutral steht. Und so hat dann eben der Wukong den Gank-Timing auf der Midlaner. Dass du hier dann einfach guckst, dass du dir das snackst. Wenn du das irgendwie nicht verstanden hast oder irgendwie jemand anderes oder so, Leute, einfach in den Kommentaren schreiben. Ich beantworte eure Fragen. Ja, der hat kein Flash. Okay. Hier, ein Trick, den ich zum Beispiel auf Rammus anwende, ist, wenn ich auf einen schon dran Q, dann benutze ich schon meine Ulti, um den Slow von der Ulti zu bekommen, um schneller an den Gegner ranzukommen. Hier, Herald, kann man machen, Teemo hat Priority, die Syndra hat Prio, kann man machen, muss halt dann aufpassen, wo der Wukong ist und wo der Wukong hingeht. Also es ist jetzt kein garantierter Free Herald. Da musst du wirklich aufpassen. Okay, wo ist da Wukong? Weil Wukong kann ja einfach kommen. Ja, als Beispiel. Und dich dann einfach one-shotten. Deswegen musst du bei solchen Situationen immer sehr gut aufpassen, wo der Enemy Jungler ist. Vor allem, wenn du so viel Leben hast. Oder dann eben gucken, okay, muss ich mit rauspushen? Ja oder nein? Und wenn du hier am Herald bist, gibst du dem Wukong natürlich dann immer Zeit, was anderes auf der Map machen zu können. Wenn du dir jetzt... Plus du ermöglichst es halt, Objectives zu traden. Das war ein, hast du ihn bekommen. Was halt jetzt wichtig ist, ist, dass du ihn instant benutzt, weil es ist schon die 13. Minute und in 50 Sekunden verfallen die Platings. Deswegen kack mal hier auf die Cams, zünde den Herald instant auf Mithril zum Beispiel, dass der Tower instant stirbt, du hier die, Platings zusätzlich bekommst und optional kannst du natürlich dann noch den Herald in den nächsten Tower crashen. Und danach kannst du ja immer noch deine Camps nehmen. Ja, das Item ist sehr gut. Bramble West. Man generell, die haben halt Fiora. Fiora hat sehr viel Healing. Wenn ich Vladimir dann All Attack, kriegt er die Healing Reduction. Karma mit Arden Sensor dann. Also, diese Rammus finde ich jetzt hier nicht schlecht. Okay, du dürftest nicht sterben, du bist Omega Tanky. Okay. Holy shit, was eine Clown Fiesta. Das gefällt mir bis jetzt gut, Warmox. Ja. Zünden hier den Herald, okay. Ich weiß gerade nicht, wo. Ach, Vlad ist noch Mitte, ihr seid fein. Ihr seid safe unten. Okay, hier vielleicht die Wave noch mitnehmen, denn die Fiora ist ja erst gespawnt, das heißt, du warst ja nicht in Gefahr, aber ist fein. Das lernst du mit der Zeit, wie schnell die Gegner wieder zurück zur Lane kommen. Ist völlig fein. Wichtig jetzt ist es, dass du schaust, dass du Vision aufbaust, denn deine Syndra ist sehr immobil und wenn wir uns die Map angucken... Dadurch, dass der Top-Tower weg ist und der Bot-Tower, können jetzt deine Lanes weiter reinpushen.
Und wenn jetzt eben deine Lanes weiter reinpushen, sind die sehr weit von ihrem Turret weg. Das heißt, die können sehr leicht gegankt werden. Deswegen sind jetzt Wards so extrem wichtig. Denn wenn jeder Teemo Vision hat als Beispiel, kann er easy den Top-Tower pushen. Wenn deine Bot den Vision hat, kann er easy den Tower pushen. Das gleiche für Midlane. Deswegen willst du doch jetzt immer zwischen den Lanes hovern und die covern. Wenn jetzt zum Beispiel Botlane pusht, dann guck, dass du in deren Nähe bist, damit die safe sind. Diese Stage, in der wir jetzt sind, ist eine sehr gefährliche Trophage. Phase meine ich, sorry. Denn, wie gesagt, die Türme sind weg. Ja. Das heißt, dein Team generell, ihr müsst halt jetzt sehr weit rauspushen, um euer Lead weiter zu snowballen in diesem Game. Und das Problem ist, es ist kein Objective mehr da. Ja, und die Tier 2 Turrets zu brechen in Solo-Queue, ein Teamplay ist wieder was ganz anderes. Aber in Solo-Queue ist es ziemlich schwer, die Tier 2 Turrets zu brechen, da doch die Teams sehr unkoordiniert sind. Was man zum Beispiel gerne, wie gesagt, in High-Elo macht, ist, man setzt die Botlane und den Supporter Midlane mit dem Jungle. Die pushen beispielsweise dann die Midlane raus. Dadurch, dass sie die Midlane rausgepusht haben, können die dann zur Top-Lane oder zur Botlane rotieren, um dann für die nächsten Turrets zu spielen und während die rotieren dann natürlich Wards droppen. Dazu braucht man dann aber auch natürlich einen Sidelaner, der dann auch die Lane pusht, damit ihr dann den Sideline-Turret angreifen könnt. Aber wie gesagt, das ist viel zu kompliziert jetzt für dich, das brauchst du gar nicht wissen. Einfach nur für die Leute, die jetzt ein bisschen den höheren Elos sind und sich jetzt fragen, ey Albi, was sollte ich jetzt machen? Ich bin jetzt dir. Am besten einfach Mitte groupen, zu dritt Mitte gehen mit deiner Midlane, mit deinem AD Carry und Supporter eigentlich, sorry. Natürlich ist es dann auch wieder situationsabhängig, okay, kann unser Midlaner überhaupt Sideline gehen, ja oder nein, ist das ein Vega, okay, dann sollte er doch lieber mit uns gegroupt sein, dann habt ihr eine 4-1, kommt zum Beispiel, ist, wie gesagt, immer situationsabhängig. Am besten jetzt, wartest einfach für den nächsten Herald, für den nächsten Dragon, ja, weil du brauchst halt Nash, um das Game beenden zu können. Zum Beispiel hier, wir sehen hier Teemo, wie er am Pushen ist. Zum Beispiel hier wäre es ziemlich nice für Teemo eben Vision zu haben oder Cover eben auch für Syndra. Deswegen bin ich jetzt nicht so ein Fan von, dass wir hier unsere Wölfe nehmen. Wenn es halt hier geil, okay, wir checken den Enemy Jungle, sind da Camps ab, ja oder nein? Wenn nicht, okay, dann sind wir einfach schon mal da, um hier unsere Lanes zu covern, damit die hier weiter ihren Lead snowballen können. Weil dadurch, dass du hier hinten bist, kannst du eben dein Team nicht supporten und nicht unterstützen. Und statt deinen Jungle zu nehmen, kannst du zum Beispiel gucken, den Enemy Jungle dir zu snacken und dabei deine Lanes zu covern. Klar ist nice, du kriegst halt Camps. Ja, natürlich. Aber deswegen immer schauen, Enemy Jungle snacken, Lanes covern und wenn dann deine Lanes Base gehen zum Beispiel, dann kannst du für deine Camps gehen. Hier vielleicht auch kannst du dein Red Sweeper für normale Wards changen. Klar, Red Sweeper ist im Early nice, um zu sehen, ob du auf Ward bist. Aber wenn das Game so gesnowballt sind normale Wards auch nice, um deine Lanes zu covern. Natürlich ist Red Sweeper auch ziemlich geil, wenn man ahead ist. Vor allem, wenn dann ein Objective abkommt. Denn dann kannst du als Rammus einfach in den Jungle moven. Ja, du zerstörst alle Wards. Dadurch, dass alle Wards weg sind, könnt ihr easy für das Objective gehen. Denn wenn dann das gegnerische Team euch contesten möchte, muss es euch facechecken. Wodurch sie dann putzen. Wundert euch nicht, ich knalle die ganze Zeit gegen meine Flasche. Und nein, Leute, die ist nicht grau. Die ist grün. Deswegen schaut ziemlich weird aus. Ja, wir holen uns den Infernal. Sehr gut. Und jetzt haben wir noch den Herald oben. Können uns hier vielleicht noch ein paar Kills snacken. Syndra ist in Danger. Wie gesagt, du musst halt aufpassen, ja, weil durch diese Fights gibt die halt Shutdown an die Gegner ab. Musst du immer aufpassen durch so random Fights. Enemy Red Buff ist noch da. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Klar, du hast für Vladimir geflasht und hast einen Kill bekommen. Aber die Frage ist halt, gewinnt dir dieser Kill wirklich das Game? Denn jetzt ist der Baron ab. Und ich hätte mir, also ich persönlich, hätte mein Flash gesaved, um eben dann den garantierten Pick auf der Map machen zu können. Dass dann Nash sozusagen resultiert. Ich würde ja auch ein bisschen aufpassen, wie du eben hier rein engagest. Denn die erste Sache, die ich habe, wir sehen hier Teemo auf der Sidelane. Und dann Teemo spielt mit Ignite. Das heißt, dann Teemo kann hier gar nicht dazu joinen, wenn etwas passiert. Die Fiora hat als Summoner Spell TP, das heißt, die kann hier einfach dazu joinen. Plus deine Kaiser
ist auch gerade nicht wirklich in Position, um hier zu unterstützen. Klar, sie könnte reinholen und so. Aber dann stellt für mich sich auch die Frage, wo sind die Enemies? Sind die in der Base? Sind die hier oben? Sind die alle hier direkt hier hinten? Ja, weil dann bist du ganz schnell in einer Unterzahlsituation, wenn hier die Führer dazu tippen, wenn hier alle da sind. Und das kann dir eben das Game trauen. Weil so gibt es dann Shutdown her, du stirbst, Enemy Team kann Nash machen. In diesem Beispiel ist es jetzt sehr gut ausgegangen, was wahrscheinlich jetzt in Nash resultiert. Ich finde, du hast genug Armor. Ich würde dir empfehlen, dass du statt... Klar, Deadmans ist nice. Du kriegst Movement Speed, kommst leicht an die Gegner ran. Nur der Edz macht auch relativ viel AP-Damage. Karma macht relativ viel AP-Damage und auch der Vladimir. Klar, Edz natürlich Chat sage ich schon. Die Leute, die auf YouTube jetzt gerade zuschauen. Natürlich macht Edz auch AD-Damage, aber er hat doch schon einiges an AP-Schaden mit. Die Boots of Swiftness, klar, du kommst dadurch leicht an die Gegner ran, sind aber halt nicht die effizientesten Runen. Da du hier noch keine Tenacity hast, könntest du zum Beispiel Mercs mitnehmen. Dann stellt sich aber die Frage, haben die so viel CC? Tue ich mir wirklich so schwer, an die Gegner ranzukommen? Klar, Karma, Edz, Vlad, jetzt nicht wirklich viel CC. Wukong, klar, den Knockup, Fiora auch eher weniger. Musst du dir halt dann immer entscheiden, wer gefeedet ist im Game. Oh lol, die haben schon FF'd. Holy shit, GG. Game ging ja nur 23 Minuten. Ey, GG. Warmox, im Großen und Ganzen echt nice. Du hast um Botlane gespielt. Ich empfehle auch immer, um Botlane zu spielen, wenn es eine Win-Condition im Game ist. Dadurch, dass du mit einem Bot ahead bekommst, kriegst du den Dragon. Nach dem Drake kannst du ja dann für den Herald spielen. Mit dem Herald kannst du einen Turret brechen. Dadurch, dass du einen Turret brichst, können deine Lanes rotieren. Alle Türme snacken. Das komplette Game außer Kontrolle snowballen. Hat mir soweit echt gut gefallen, Warmox. Kurzes Recap, Conclusion würde ich sozusagen sagen. Schau, dass du hier nicht deine Crux skippst. Es sei denn, du willst wirklich Level 3 rushen, musst instant irgendwo auf der Map sein, weil die Crux einfach ultra viel XP geben. Vor allem die nächsten Crux, die dann respawnen. Aber so im Großen und Ganzen, das war echt ein leckeres Game, Warmox. Für einen Spieler an deiner Elo war das echt not bad. Wenn du soweit noch weitere Fragen hast, schreib es mir bitte unten in den Kommentaren, Warmox. Ich werde sie für dich sehr gern beantworten. Was wir hatten hier vielleicht noch kurz, war der Herald, war ein bisschen risky. Und dann haben wir den Herald statt, da war es 13:30 ungefähr, da haben wir dann unsere Jungle Camps gesnackt, 13. Minute ungefähr. Statt da die Jungle Camps zu snacken, instant Herald, hol dir die Platings, bevor sie verfallen und erst dann deine Camps und den Drake. Und sonst halt jetzt Late Game, cover deine Lanes, wenn die so weit rausgepusht haben, aber ey, du climbst easy, spam einfach weiter. Komplexe Champions wie Ramos, dann kommst du in die nächste Elo. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir wie immer Feedback in den Kommentaren da. Und auf dem YouTube-Kanal, wie gesagt, wenn ihr vorbeischauen wollt, Link findet ihr in der Beschreibung wegen meinem YouTube-Kanal. Und schreibt mir einfach auch so ein bisschen, was für Content ihr sehen wollt. Ja, Leute, peace.